Bei den Luftangriffen starben, so die offizielle Zahl, 25.000 Menschen. Die Rechtsextremen instrumentalisieren die Toten für ihren Zweck und behaupten auch heute wieder, es seien Hunderttausende gewesen. Von den Demonstranten, die ihre Stimme für die Demokratie erheben, heißt es dagegen: Es tut mir leid für alle, die gestorben sind, aber es ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Ganz klar war die Schuld bei Deutschland.